good. I think the guys were excited. We're all excited to get out there. The ice is a little rough. It's a little soft. But overall, I'm really happy with the pace. There was a lot of bodies. So plenty of rest in between reps for the guys. So it's a good first day. Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Herzlich willkommen zur 21. Episode des Hauptstadt Eishockey Podcasts. Die Pelle-Folge. Die Pelle-Svensson-Folge und Flo, was hast du gesagt? Kelly Fairchild. Und wahrscheinlich auch Hardy Gensel. Ja. Im Zweifel auch Hardy Gensel. Wir haben uns heute einen Gast dazu geholt. Der alte Elch ist da. Guten Tag. Guten Tag. Sein allererster Podcast? Deine erste Radioerfahrung? Tatsächlich, höchstwahrscheinlich. Also ich war schon mal im Fernsehen, aber das ist lange her. Erzähl mal, wo denn? Mit Klarnamen? Bei Wetten, dass tatsächlich, als Komparser. Das war sehr lustig. In der letzten Folge von Jürgen Lippert auftreten bei Wetten, dass. Ja. Also Fernseherfahrung habe ich, Radioerfahrung nicht insofern. Welche Aufgabe hattest du als Komparse bei Wetten, dass? Ich saß bei Phil Collins in der, während der Sendung in der, wie nennt man, auf der Bühne da als Komparse, und es lief Another Day in Paradise und es gab einen Schnitt. Ich hatte eine Bierflasche in der Hand und man hat mich schön im Fernsehen gesehen als die Bierflasche. Also völlig passt überhaupt nicht zu mir. Insofern. Okay, genau. Werde ich erstmal die letzte Folge dann suchen von Wolfgang Lippert. Ja, so einen Ausschnitt dann posten. Für alle Nerds könnt ihr gerne mal suchen. Wir sitzen hier, wir stehen. Erstmal möchte ich mal wissen, oder alle wollen das garantiert wissen, woher kommt der Name Alter Elch? Und gibt es eine Verbindung zu dem jungen Elch? Ja, die gibt es familiär und verpasst hat uns den Namen damals ein 98 Tatanka, als wir in Schweden waren, in der legendären Europacup-Saison. Er kam auf einmal zu uns, warum auch immer. Und seitdem ist es halt hier beim Hockey halt der Alte und der kleine Elch, der Elch Junior. Und Tatanka kennen ja den einen oder anderen auch von den älteren Fans insbesondere. Also die Älteren mit langen Haaren und die Jüngeren mit kurzen Haaren. Genau, die Älteren mit langen Haaren, die Jüngeren mit kurzen Haaren. Ja. War das ein Gigan 98 oder Fjellstad? Stockholm. Also in der Vorrunde. Gigan, ja. Es ist schwierig, weil ihr beide rechts und links von mir steht. Wir heute so ein bisschen so ein anderes Mikrofon haben und ich muss immer hin und her schwenken. Also wir hätten uns vielleicht taktisch besser positionieren sollen. Es hätte einfach nicht regnen dürfen. Dann könnten wir jetzt sitzen und müssten nicht stehen. Wie man ja unschwer hören kann, befinden wir uns noch im Wellblechpalast. Und zwar war heute die erste Trainingseinheit der Eisbären Berlin der Saison 2019-2020. Es waren so viele Spieler auf dem Eis, dass man fast gar kein Eis gesehen hat. Es war fast schon, ich weiß gar nicht, ich glaube 30 Spieler zählen insgesamt zum Kader. Aber dann waren noch unter anderem Lukas Reichel, Nino Kinder, Leon Gawanke. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen, von denen, die jetzt nicht zum Kader, erweiterten Kader gehören, mit auf dem Eis? Nee, ansonsten nur die Tryout-Spieler, oder? Ja, auf die wollte ich jetzt dann noch zu sprechen kommen, weil seit unserer letzten Ausgabe kamen dann noch zudem Spekulationsspieler Sebastian Silvestre, kamen noch Pierre, wie heißt er? Labrie? Die Spieler haben auch auf dem Eis, haben ihn alle nur PC genannt. PC. PC. Also PC Labrie. Also, ja doch, PC. Und Sebastian Streu. Jack Ustorf habe ich noch vergessen. Jack Ustorf stand auch noch mit auf dem Eis. Genau. Und darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen reden, unsere Eindrücke schildern. Das wird heute eine etwas kürzere Folge, als ihr das sonst gewohnt seid. Alter Elch. Wie war denn dein Eindruck vom ersten Training der Saison? Es war interessant. Also ich habe heute auch das erste Mal eine Premiere gehabt. Ich war das erste Mal im Regenschirm im Valley. Ich kam ein bisschen zu spät, weil es hat draußen geschüttet. Ich bin ja Fan, ne? Also ich habe ja nicht so die Ahnung wie ihr. Ich betrachte so aus Fan-Perspektive und
es war auch nicht was los. Ja, Betrieb engagiert, ja, viel mehr kann ich gar nicht sagen. Man muss schauen. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass Buschi auf dem Eis stand, dass er anscheinend wieder dazugehört. Das ist ja noch nicht so ganz offiziell, aber ja, das hat mich unheimlich gefreut. Und ansonsten habe ich einfach dem Treiben da zugeschaut und habe versucht, meine Schuhe trocken zu kriegen. Flo, wie war dein Eindruck? Ja, also relativ ähnlich. Also klar habe ich halt oder anders gesagt, ich habe erstmal Probleme gehabt, die neuen Nummern wieder zuzuordnen. So, da halt zu gucken, okay, wer ist jetzt wer, vor allem halt die Neuzugänge und halt die drei Tryout-Spieler. Ja, und dann guckt man halt, wie ist der Spieler erstmal so drauf, wie kommt er rüber beim ersten Mal. Man sieht halt noch, klar, erstes Eistraining, noch so der ein oder andere Pass kommt nicht dahin, wo er hin sollte, wie es gedacht war. Eine Übung, wo wir zusammengesessen haben, Tom, haben wir ja auch gesehen, das hat irgendwie keiner so richtig verstanden oder hat es nicht eingesehen, warum er jetzt den angreifenden Spieler noch hinterherrennen soll, nachdem er ihm den Pass zugespielt hat. So, ja, aber im Großen und Ganzen war es halt eine gute erste Einheit. Was mir halt auch aufgefallen ist von Anfang an, dass halt sehr viel gesprochen worden ist. Also unter den Spielern, dann aber halt auch von Trainerseite. Und ja, für mich kam es so ein bisschen rüber, so dieses so motivieren, gute Stimmung schaffen, viel loben, viel feiern bei guten Toren oder Pässen. Und da halt so diese teambildende Maßnahme irgendwie weiter zu stützen. Und mir ist aufgefallen, gleich am Anfang und am Ende, dass sich die Spieler bei den Fans bedankt haben. Also ich glaube, das war auch neu, ne? Das wurde auch noch nie gemacht. Ein bisschen Pipi in die Augen, war schön, ja. Ja? Ja. Okay. Nee, also unser kollektives Oh. Ja, genau. Nee, aber stimmt, also sowas gab es meines Wissens nach echt noch nicht. Also vor und nach dem Training. Und der Valley war ja echt wirklich gut besucht. Also die eine Seite, wenn man von hinten vom Valley, vom alten Casino kommt, also die rechte Seite war ja wirklich von vorne bis hinten voll mit Menschen. War schon ganz cool. Hätte ich nicht gedacht zum Anfang, dass es so voll wird, halt wegen dem Wetter. Aber hat sich dann noch gut gefüllt. Also runde Sache auf jeden Fall. War ja auch taktisch eine gute Zeit, Freitagabend 17 Uhr die erste Eiseinheit zu machen. Aber war ich auch überrascht, diese Begrüßung und dann die Verabschiedung von den Fans. Hätte ich so nicht erwartet. Vielleicht so eine kleine Nähe jetzt kreiert. Und man ist sich ja hier, glaube ich, auch ein bisschen bewusst, dass man so ein bisschen auch was gut machen möchte oder dass man da vielleicht so ein, ja, sich da ein bisschen Fan-Nähe geben mag einfach und so ein, auch die Fans mitnehmen will in diesen Auftakt in die neue Saison, die ja irgendwie so ein bisschen mit Fragezeichen jetzt schon eigentlich sich darstellt, weil ja, man hat einen neuen Trainer, man hat einen etwas überholten Kader, man weiß noch nicht so ganz, wie die Mannschaft dann auch spielen will. Serge Aubin, wir haben einen O-Ton, den werde ich irgendwo hier auch einspielen, wahrscheinlich davor oder jetzt, während ich hier gerade spreche, ist es schon nicht gelaufen. Mal gucken, wie ich das dann mache. Aber Serge Aubin hat zum Beispiel auch gesagt, dass jetzt die erste Einheit war natürlich so, um die Beine in Bewegung zu bekommen, war sehr zufrieden auch mit dem Einsatz der Spieler, aber so der tatsächliche System-Trainingsalltag, der beginnt erst in der kommenden Woche, also es war jetzt eher so ein, ja, aufs Eis kommen und sich bewegen, mehr oder weniger. Und das ist eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass es eine Einheit war, die irgendwie so typisch, so diese typische erste Trainingswoche, wo immer das Tempo extrem hoch ist, viele Übungen mit sehr viel Laufarbeit und halt aber auch relativ einfache Übungen, also keine großen Systemsachen oder 20 Spieler, die gleichzeitig in Bewegung sind oder so, sondern es war immer relativ überschaubar, sage ich mal. Und die Übung, die eigentlich von außen betrachtet am einfachsten aussah, war die Übung, die du eben gesagt hast, wo die Spieler auf dem Eis standen und so immer wieder so gezeigt haben, ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was wir hier machen sollen. Ja, was habt ihr denn für einen Eindruck von den Tryout-Spielern oder von den neuen Spielern, die jetzt so da waren? Habt ihr da einen Eindruck schon gewinnen können? Oder sagt ihr so, hey, das war jetzt das erste Training und dass Lapierre vielleicht nur einen Pass auf den Schläger gebracht hat, ist jetzt auch nicht überzubewerten? Ohne dass es jetzt ein Fakt ist, dass Lapierre nur einen Pass auf den Schläger gebracht hat, einfach nur Mich hat PC Labrie beeindruckt. Der wurde auch so ein bisschen von den anderen Spielern gefeiert für seine Aktion. Ich weiß nicht, ob der jetzt in der ersten Woche schon der Kultspieler ist bei denen, aber ja. Also, welche Rückennummer hat er? 23.
können wir auf die Liste aufnehmen, sagst du. Ja, aber das ist natürlich die Nummer, die im Eisbären-Fanshop angegeben war und also auf einer. Es stand noch nichts auf dem Helm. Kauf dir dein Trikot jetzt. Oder halt morgen, oder wenn es dann wieder im Shop ist. Ja. Wenn es wieder online ist, ja. Wollen wir über das neue Trikot, oder willst du noch was zum Training sagen? Nö. Ich bin ja nur Fan. Wir auch. Wir hatten einen Scoop. Nein, wir nicht. Die Eisbären-Facebook-Fangruppe hat einen Scoop. Genau, das wäre Quatsch, uns dazu zu schreiben. Aber also wir hatten einen Scoop in dem Sinne, dass es der ist passiert. Der war ein Haar. Und zwar ist das neue Trikot der Saison der Eisbären schon geleakt worden. Wer macht denn sowas? Ja, das war der Fanshop, der Online-Shop, der das mehr oder weniger geleakt hat. Wird jetzt am Samstag, also ich weiß gar nicht, ja, wir veröffentlichen am Samstag. Am Montag veröffentlichen. Ja, dann ist das schon. Schon draußen, kauft es euch. Wie seht ihr denn das neue Trikot? Habt ihr es schon? Du hast es aber auch schon gesehen, oder? Hast du schon gekauft? Ich bin gerade dabei, warte mal. Nein, also ich habe eben die Bilder von Wally gerade gesehen. Das war das erste Mal, also diese geleakten. Ja, also ich mag es ja mal, wenn es ein bisschen übersichtlicher ist. Insofern, mit der Werbung ist halt, ne, das Thema brauchen wir nicht nochmal aufmachen, das ist halt so, wie es ist. Andere Mannschaften kriegen es halt hin. Die Haie-Trikots zum Beispiel, die neuen, die fallen mir richtig gut. Ja, da sieht man auch, wie es geht. Ein Hauptsponsor und dann nicht Litfaßsäule, sondern eben ganz klar, einfach gehalten, schlicht. Also super, in diese Richtung mag ich es halt. Naja, bei uns ist es halt schwierig, ne? Insofern müßig darüber zu reden. Also sehen eher, ja, ich nicht so viel. Wir haben ein paar feine Gadgets wohl, müssen wir mal gucken, wollen nicht so viel verraten, obwohl ihr wisst es ja Montag schon. Ja, also wir können jetzt, also können wir schon drüber reden, ja, genau. Ich hätte es nicht gesehen, Christian hat es gesehen, also ich meine Augen sind wahrscheinlich schon zu schlecht. Ach, du redest jetzt von der Sache im Ärmel mit Hauptstadt Eishockey und Berlin. Hauptstadt-Eishockey natürlich. Da steht kein Hauptstadt-Eishockey. Du hast doch Rückseite noch gar nicht gesehen, da steht bestimmt genau. Hauptstadt-Eishockey. Ja, aber dann schweineteuer darauf zu kommen. Ja, dann sollten wir uns doch einen Anwalt nehmen. Nee, ist halt einfach Hauptstadt-Eishockey auf dem Trikot. Dann müsste aber auch Hashtag Werbung wegen Namennennung müssten sie auch noch aufs Trikot packen. Wie wir gerade gehört haben, sollen die Berliner Bezirke da auch noch irgendwie auf dem Trikot mit auftauchen? Auch da an der Stelle am Ärmel, wo Hauptstadt und Berlin Eishockey steht. Und da sollen dann auch die einzelnen Bezirke irgendwie Erwähnung finden. Flo, dein Eindruck? Zum ersten Eindruck? Ja, halt das, was der Elche jetzt schon sagt, also echt wieder viel Werbung. Also diese Clean-Rohr-Werbung links und rechts vom Logo finde ich echt, also kackendreist. Also das haut das Trikot eigentlich vom Design nochmal dermaßen runter. Und das finde ich eigentlich so, ist für mich so ein generelles Problem, dass ich halt das Gefühl habe, dass von Jahr zu Jahr immer wieder mehr Werbung draufgekommen ist. Also es gab mal Zeiten, da war es irgendwie bei Weitem weniger, sicherlich nicht so blank wie bei Köln jetzt. Die finde ich, also ich sage es ungern, aber die finde ich wirklich gut, ja. Die Trikots. Aber du hast bei Weitem mal weniger Werbung gehabt und es ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren immer mehr geworden, immer unterschiedlicher. Also da wird eigentlich wirklich nur noch nach Position verkauft und nicht mehr nach System. So, die Werbung, das sieht aus wie Domino und hier ein bisschen, da ein bisschen, wer bezahlt mehr. Und das finde ich halt echt schade, dass da halt nicht mehr irgendwie ein Wert drauf gelegt wird. Okay, klar, brauchen wir Werbung, aber wie kannst du die am besten einsetzen, sodass das Trikot halt noch wirkt? Schade, aber okay, um so zu sein. Haben wir ja gerade schon diese kleinen Details angesprochen haben. Das eine Detail, was auch schon im Artikel stand, der HN-Patch oder Aufdruck für Hartmut Nickel. Daran stört mich am meisten, dass er halt in diesem Wust an Werbung gerade im oberen Drittel des Trikots halt komplett untergeht, etwas zu klein ist und dadurch dann wahrscheinlich das für, sag ich mal so, ja, für nicht jeden klar ersichtlich ist, dass dieser Patch halt quasi als Ehrung an Hartmut Nickel gedacht ist und dann vielleicht sogar von dem einen oder anderen nochmal zusätzlich für Werbung gehalten wird, der jetzt vielleicht da auch weniger informiert ist, sag ich mal. Und da finde ich das halt schade, dass es halt so ja, versteckt ist. Also man sieht ihn jetzt natürlich, aber ja, es ist halt ein kleiner Aufdruck. Wahrscheinlich, ich weiß nicht auf den Trikots, ob das dann da tatsächlich ein Patch wird.
Das ist ja dann auch immer so eine Sache, was auf den Trikots dann tatsächlich auch aufgenäht wird. Ne? Wenn ja, die Trikots dann Trikots in dem Bereich ist alles aufgenäht. Ja, meinst du? Also ja, ja, wird das ja aufgenäht. An der Brust. Dann wird der Patch wahrscheinlich auch aufgenäht sein. Ja, im Grunde ist es so wieder so ein typisches Eisbanding. Super Idee, aber schade umgesetzt. Also ich hätte es so cooler gefunden, wie sich, wenn der halt im Nacken, wenn du da die Fahnen hast, wo ja nun doch der Bereich relativ leer ist, aber trotzdem präsent, da hätte man halt auch sowas machen können oder an der Schulter oder sonst was. Ich hätte sie ja auf dem Helm tatsächlich erwartet. Oder so. Irgendwie auf dem Helm irgendwie ein Sticker oder was auch immer, bei der Nummer oder beim Logo irgendwie sowas. Da habe ich sie ja gesehen und gedacht, dass da was hinkommt und nicht auf dem Trikot. Ja. Ich hätte mich gefreut, wenn es mittig über dem S der Gazak und zwischen unter dem Warrior-Logo und über dem S der Gazak gewesen wäre. Da wäre es präsent gewesen. Da hätte man sofort gesehen, zwischen zwei weißen Elementen. Mhm. Aber irgendwo muss ja das, müssen ja die Buchstaben für die Kapitäne noch hin. Ja, dann wurde der Harmonie gepatcht gewesen. Ja. Ja, das wird ja jetzt schon eng. Ja, das ist ja eh, das war ja letztes Jahr auch schon. Also. Vielleicht kommen jetzt die Buchstaben auf den Helm. Ins Gesicht. Genau, wie du beim Football hast hier in der German Football League, wo die ausländischen Spieler so ein riesen A auf der Seite haben, damit klar erkennbar ist, wer der Ami oder sonst was ist. Ja. Aber so grundsätzlich zum jetzt einmal, wenn wir die Werbung runternehmen von dem Trikot, so rein das Trikot finde ich ja schon okay. Also es ist halt ein modernes Design. Ich mag diesen Farbverlauf da vom jetzt sag ich mal, beim Heimtrikot von Blau-Weiß zu Rot und so, das finde ich schon okay. Ist jetzt nicht absolute Mega-Design, aber es ist schon mal was anderes und besser als diese Linien letztes Jahr. Ja, d'accord, wie man auf Neudeutsch sagt. Okay, was haben wir denn noch an Themen? An Themen, was haben wir noch? Jeff Tomlinson ist schwer erkrankt, schon lange, aber jetzt braucht er eine neue Niere und die bekommt er von seinem Bruder, wie wir heute erfahren haben, in der Schweizer Boulevardzeit im Blick, stand dazu ein langer Artikel, ihr findet den bei Hauptstadt Eishockey, bei Facebook und bei Twitter und ja, wir wünschen Jeff Tomlinson gute Besserung. Gute Besserung an Jeff Tomlinson. Was wir noch erwähnen können, weil ja hinter uns gerade das Training der DNL-Mannschaft läuft, das hatten wir ja beim letzten Mal auch noch nicht thematisiert, dass Jochen Molling neuer DNL-Trainer ist. Ja, stimmt. Das können wir auch noch. Deswegen wird auch ein schwarz und weißes Spiel draußen. Es kann aber auch wirklich, ich hatte Tom vorhin erzählt, wo wir da gestanden haben, das ist bei Nunes so ein generelles Problem in Lieferung bei Warrior, dass sie relativ spät kommen. Also letztes Jahr, wo ihr Vorbereitungsturnier ist, was ja auch dieses Jahr wieder ist, gab es letztes Jahr sogar, dass sie den ersten Spieltag in ihren alten Jerseys vom Vorjahr machen mussten. Und die Spieler, die halt nicht mehr da waren, mussten dann die Spieler jeweils abgeklebt werden hin. Also es sah ganz toll aus. Der Saisonstart kommt ja überraschend auch. Ja, also genau. Also das ist auch jedes Jahr ein anderer Tag. Ja. Und das kann man nicht planen. Ja, das ist schwierig. Da läuft die Druckermaschine heiß in Tschechien drüben, deswegen. Ja. Wir mussten gerade alle ein bisschen lachen, weil Wally scheinbar keine Ausgabe überlebt, ohne dass wir mindestens eine Runde... Weil wenn der alte Age dabei ist, der kann mich viel von früher erzählen. Viel von den alten Spielern. Also spielen wir jetzt eine Runde... Zwei, jeder nur zwei. Jeder einen, würde ich sagen. Ein? Ja, ein. Hast du sonst wieder Angst, dass wir so schnell durch sind? Ja. Nee, wir sind ja so schnell durch. Kultspieler Bingo haben wir es genannt, ne? Oder Lotto. Bingo-Lotto. Bingo-Lotto. Kultspieler Bingo-Lotto. Und als Gastfeld fängt der Elch an. Okay. Oder? Ja. Diese wunderschönen Zettel. Hat sich der Notar von der Ordnungsmäßigkeit des Ziehungsgerätes überzeugt? Ja, okay. Der war auch bei Wetten, das. Du musst kennen. Siehst du, genau. Ich wollte nochmal fragen. Also Grüße, also für alle, die es jetzt sehen, also die Zettel sind, also die hätte linke Fingernägel. Ja, die habe ich gemacht. Von denen sehe ich die Nummer ja nicht. Das ist eine 9. Eine 9. Eine 9. Oh. Da kriegst du die Liste und dann kannst du dir einen von den nicht markierten raussuchen. Also hast du noch drei Optionen. Naja, klar, Ling Lee, also logisch. Also für mich, also die anderen sind jetzt Chris Spar und Jimmy Anelia hatten wir, glaube ich, irgendwie hatte er eine Folge schon mal irgendwie davor. Ja, wir haben den, glaube ich, mal kurz so, aber wir hatten den noch nicht gezogen. Ja, also Ling Lee, klar, Mannheim, ne? Deswegen. Ich hätte ihn auch gerne länger gesehen. Ich fand ihn unheimlich spielintelligent, Führungsspieler, technisch eigentlich gut, natürlich nicht mehr der schnellste, aber.
aber eben Erfahrung. Und die ist uns in der letzten Saison zum Beispiel ein bisschen abgegangen. Also insofern, ja, für mich ist ja diese Szene in Mannheim, Baxmann Pass, Tor, Ling Lei, und wo er sich dann wohl noch halb verletzt im Jubel da irgendwie komisch steht und die Säge macht und dann irgendwie so die anfahren, das war so eine komische Situation beim Jubeln. Ja, das ist hängen geblieben, absolut, ja. Aber ist ja nicht nur hier bei Berliner Fans hängen geblieben, sondern in Mannheim auch. Die haben immer noch dieses Trauma. Ja, Grüß an Sven, ja. Ja, ich glaube, das Trauma haben sie überwunden letztes Jahr in Playoffs. Bei Ling Lei, der ist ja jetzt auch Meister geworden in der letzten Saison, und ich glaube, die Belfast. Nee, nicht Belfast. Was war's denn? Jedenfalls war das Trikot weiß-rot-grün. Kann es ja nur Belfast sein. Ja. Genau. Ja. Okay. So. Hey, jetzt? Flo macht den nächsten. Ne? Na los. Bisschen schütteln. Mein Gott, ist das aufregend. Mal ganz kurz, bevor du mit Ling Lei an, mit Cardiff Devils warst. Natürlich, ja, wer sonst? Ja. 75 Punkte. Sinn von den Farben, oder? Mhm. 75 Punkte in 59 Hauptrunden spielen, das ist okay. Mhm. Kann man mal machen. Und in den Playoffs hat er dann nur 8 Punkte in 4 Spielen gemacht. Flo, was hast du für eine Nummer gezogen? Ich habe die Nummer 32. Da haben wir nur einen, John Emmons. Der war 2002, 2003 hier, ich versuche mich gerade zu erinnern. Kam, glaube ich, damals sogar aus der IHL, hat relativ lange bei Boston gespielt auch. Genau. Und kam auch schon in etwas älterem Semester. Wurde nachverpflichtet und hat, glaube ich, sogar nach der Saison hier in Berlin die Karriere beendet, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, aber mehr kann ich jetzt auch nicht zu sagen. War, glaube ich, auch relativ großer, relativ robuster Spieler, also so oldschool NHL. Ja. Ja, war halt so der, für den Moment dann wahrscheinlich so die Erfahrung, die dazugekauft worden ist in der Saison. Ich kann mich mal erinnern, bei einer Autogrammstunde, irgendein Autohaus, da habe ich noch ein Foto von ihm. Ein Kampf für 29 Spieler, hat da 7 Punkte, 2 Tore, 7 Vorlagen gemacht. Und hat tatsächlich seine Karriere dann beendet. Gleich doch. So. Komm. Willst du da rein mit den Fingern? Ich habe 2 gezogen. Ja, dann liegt eins zur Seite. Schon ein Viertel danach die Runde. Kannst du es ja mal kurz halten? Ja, bitte? Natürlich, Tom. Lässt das fallen. So wahnsinnig groß sind für meine. Ja, das ist für die Feinmotorik. Finger. Ich habe gesagt, da kommt der Peter. Ich die 21. Die Förderung der Feinmotorik. Weil es der 21. Podcast ist. Weil es der 21. Genau. Podcast ist. Schade, den hatten wir ja schon. Ist aber noch 2. Den hattest du auch gezogen, oder? Den habe ich auch. Ja. Naja, klar, ich habe Kutschi gezogen. Ja, dann redet doch mal über Kyle Wilson. 2016-17 mal den Eisbären gewesen. Ich habe fast gar keine Erinnerung mehr an Kyle Wilson. Ja, war das super austrainiert, war das ja, Kyle Wilson? Ich weiß nur, dass er in der Organisation der Washington Capitals vorher war. Irgendwann. Ja, das sind die wichtigen Fakten. Ja. Das war doch mit einer der ersten Verpflichtungen von Richer, wo der da war, ne, glaube ich. Der kam auch relativ spät. Ja, aber ich sage, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber danach war er auch wieder weg. Also der hat ja wirklich nur eine Saison gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob der komplett aufgehört hat oder in eine ganz abgefahrene Ecke gegangen ist. Der hat aufgehört danach. Also wäre so ein Kandidat für Japan gewesen, oder? Ja, ja. Genau, da hätte ich ihn jetzt ehrlich gesagt auch hingesteckt. So. Wird wahrscheinlich auf die Agenda der Eisbären oder aufs Radar gekommen sein, als er 15-16 im Spengler Cup für die Adler Mannheim gespielt hat. Und kam dann 16-17 halt zu den Eisbären. Hat 48 Spiele gemacht, 11 Tore, 9 Vorlagen, 20 Punkte, in der CHL 3 Vorlagen. Aber ich habe tatsächlich keine wirkliche Erinnerung mehr. Nee. Ach doch, jetzt, wo ich das Gesicht sehe. Ja, okay, aber ja. War der halt hat sein Visier immer so hoch gehabt. Ja. Ja. Ja, aber der war dann irgendwann so einer von vielen. Wilson! Wilson!
So, Wolli hat schon gezogen. Ja. Und Wolli hat die? Die Nummer 40. 40? Die Nummer 40. Ja, du hast die Auswahl von 3 Leuten. Und alles Goalies. Ne? Ja, und ich weiß jetzt schon, wen du nimmst. Weil das ist echt, das ist so naheliegend. Mhm. Meinst du den aus der Organisation der Washington Capitals? Ja, ich glaube schon. Ja. Okay, wir reden hier über Olaf Kölzig, die vielleicht beste Nummer 40, die je hier gespielt hat. Ja, also von denen hat er auch Matze, einer unserer Leser und Hörer, geschwärmt bei den Kultspielern. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt. Ne? Mhm, ja. Ganz gut. Und ja, war für mich ein super Spieler. Ist mein Lieblingsspieler. Also ich bin so ein bisschen zum Eishockey gekommen. War so 96 bis 98 den Dreh. Und ja, mochte ich immer sehr gerne. Und verfolge seine Karriere jetzt als Goalie Development Coach bei den Caps immer noch so ein bisschen. Magst du die eigentlich? Etwas, ja. Ja. Über Olaf Kölzig braucht man nicht viel sagen. Jeder weiß, wer er ist. Super Goalie gewesen, hat die Vezina Trophy gewonnen. Ja. Genau, und er halt damals im Lockout, das war ja ein Riesending, wo es dann klar war, dass Kölzig kommt. So, da ist ja hier alles kreuz und quer gesprungen. Und also meine Geschichte mit ihm habe ich, also da habe ich sogar eine, war ich ja nun 2005, war ich ja ein bisschen jünger. Und hat so diese obligatorische, ich sammle Player-Cards-Phase und wollte natürlich meine Player-Cards von Olaf Kölzig unterschrieben haben. Und beim Training waren wir zu spät, da war er schon drinnen. So, dann haben wir halt vorm Casino gewartet und dann kam er auch irgendwann raus mit irgendwie, wir sind noch mit einem Karton, wo irgendein Scheiß drin war. So, und natürlich, wahrscheinlich, Bubbleheads. Und natürlich der Klassiker, genau den Stift, den ich dabei hatte, hat natürlich nicht geschrieben. So, scheiße. Aber er hat ziemlich cool reagiert, meinte zu uns, okay, wartet hier, ist zurückgegangen in die Kabine, hat 2 Stifte geholt und hat mir dann da halt meine 3-4 Autogrammkarten unterschrieben. So, also es war schon ziemlich cool. Das ist irgendwie nur so beinahe traurige Geschichten bei diesen ganzen... Ja, ja. Ich merke schon, du willst hier ein Trauma aufarbeiten. Ja, ich habe hier echt viel zu erzählen. No. Ja. Fällt dir dazu noch was ein, ey? Na, nur, dass es eigentlich wirklich auch für die, glaube, die damals, also jetzt vielleicht nicht so viel mit Eishockey zu tun haben, oder war das schon großer Name. Ne? Also das ist schon jemand, den man kannte. Das war dann schon echt eine Nummer, war das ja immer dann so, ja, der Deutsche, ne? So in der NHL, so neben waren ja damals noch nicht so viel. Also man kannte ihn. Wenn man sich mit Eishockey auseinandersetzt, dann kanntest du den Namen halt. Und insofern war das schon. Also schon erstmal eine Nummer und auch seine Erscheinung auf dem Eis, ja auch relativ präsent durch seine Größe und den Stil. Das, also man hat einfach gesehen, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, und es war einfach wirklich, glaube ich, eine Riesennummer, dass er damals hier bei den Eisbären gespielt hat. Und er war ja nicht nur einmal in Berlin, sondern mit den Tampa Bay Lightning im Jahr 2008 nochmal. Also da hat sich wieder der Kreis geschlossen. War eine schöne Story. Jo, dann sind wir durch mit dem Lotto-Bingo. Ja, leider. Genau. Ja, beim nächsten Mal dann wieder, wahrscheinlich. Aber so langsam brauchen wir, glaube ich, echt neue Namen, ne? Also, nee, wir können das ja auch einfach mal, ja, um die Spannungen zu behalten, auch einfach mal ein, zwei Mal aussetzen. Nein. Oh, bist du verrückt. Nee, sonst ist die Liste halt leer und ja, dann weg. Dann denken wir uns was Neues aus. Also ich fand die Liste noch ganz schön voll, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe es ja nicht gesehen, ne? Aber da sind schon ein paar Seiten und da sind noch ein paar Nummern drauf. Also das ist eine Draft-Liste. Und so Old Draft. Wir machen das so wie die, wie so ziemlich jedes NHL-Team. Wir draften einfach Spieler, die Tom nicht kennt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören bei dieser doch recht kurzen Ausgabe des Hauptstadt Eishockey Podcasts. Folgt uns auf allen Kanälen, liked, retweetet, teilt, packt den Spotify-Link, wenn ihr über Spotify hört, mal ruhig in eure Story, verlinkt uns. Wir teilen es auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke an den Elch. Gerne, gerne. Ciao. Ciao. Tschö. Hauptstadt Eishockey, der Blog, die machen gute Sachen. Sind gut.